Trier hat nicht nur tolle Bauten im Weltkulturerbe, Trier hat auch tolle Frauen, wie zum Beispiel Adelheid von Bässlich. Sie liefert sich im 15. Jahrhundert eine Fehde mit dem Bischof. Wer hat den höchsten Turm? Entweder St. Gangolf, die Bürgerkirche oder der Hohe Dom. Kennen Sie die Geschichte? Oder Jenny von Westfalen. Sie liebt ihren Karl Marx abgöttisch. Macht sie doch alle Ups and Downs in seinem Leben mit. Kennen Sie die Geschichte? Oder Clara Fiebig. Sie beschreibt in ihrem Roman Das Weiberdorf, wie es in Eisenschmidt um 1900 zugeht. Die Männer gehen in den Ruhrpott arbeiten und die Frauen müssen die Stellung halten. Kennen Sie die Geschichte? Und Malu Dreyer, unsere Ministerpräsidentin. Sie wohnt hier und sie bringt uns durch die Corona-Krise. Die Geschichte kennen Sie. Wir Gästeführerinnen erzählen Ihnen gerne diese Geschichten und noch viel mehr. Aber wir haben auch tolle männliche Kollegen.